nächstes Mal sechs. In die Enz reinschauen, das Plätschern genießen. Es ist praktisch jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Wir sind jetzt in der Off-Season-Woche Nummer 4 angekommen, drei volle Wochen sind durch. Und dein Training ist irgendwo so das geilste Training der Woche, ist auch das härteste. Das ist das, was zeigt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und ich weiß, wenn ich mir die letzten Wochen anschaue, heute muss der Kopf stimmen. Denn die Kraftkurven, Thomas, die geht nur in eine Richtung. Vor dem Training nur einen kurzen Napper gehabt, liegst auf der Couch, gehst Übung für Übung durch, fühlst langsam rein, gehst durch, wie viele Blades das pro Seite hast, wie viele Wiederholungen, fühlst dich einfach möglichst, so möglichst gut schon drauf einzustimmen. Und vor allem stell mir auch schon vor, dass er wieder Rekorde bricht. Das macht Bock. Und vor allem, ich muss mir es nicht mehr vorstellen, ich weiß, ich kann es auch gerade. Ich habe gefühlt jede Woche jetzt bei jeder Muskelgruppe gerade Kraftsteigerungen. Momentan bin ich verdammt schwer. Und diese Kraftkurven, die passt sich diesem Gewicht genau an. Also gestern am Abend waren es 132 Kilo. Und nach dreieinhalb Wochen Off-Season, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Körpergewicht ist nicht alles. Das ist mir ganz klar. Schon gar nicht in der Classic Physik, wo es um Symmetrie geht, um Linie, um Präsentation. Aber Körpergewicht ist ziemlich viel, wenn es darum geht, die Studio zu zerlegen. Und was überwiegt halt, Motivation oder Schiss? Schiss gibt es nicht, es gibt Respekt. Aber Schiss gibt es definitiv nicht. Also ich bin motiviert. Jetzt gibt es noch einen Shake. Wie gesagt, dann fahren wir ins Studio und dann schauen wir uns an, wie viel Power halt wirklich da ist. On top of the wave, on top of the team, on top of the days, on top of my purpose, I do, I create. Y'all wanna copy, but we're not the same. Sometimes when it can be dark, sometimes when it can be dark. Wie intensiv arbeitet da Abduktor oder Beinstrecke ist im Vergleich zu einer Hex-Squat, einer Beinpress. Das wird immer aufwärmen bleiben. Wenn bei ganz, ganz wenig Fokus hätte, weil ich habe ja jede Woche zwei Beintage. Nicht, weil meine Beine jetzt grundsätzlich so schwach sind, aber weil man einfach eine Quad-Dominanz haben, würde ich jetzt sagen, und dementsprechend auch einen extra Tag für den Beuger haben, damit er mehr Aufmerksamkeit kriegt, damit er nachziehen kann. Das tut er bis jetzt. Ich muss sagen, diese dreieinhalb, vier Wochen jetzt bin ich extrem zufrieden mit dem Fortschritt in jeglicher Hinsicht. Ich werde stärker, ich werde mehr, ich werde runder, ich werde praller. Mach Bock. On top of the morning, on top of the week, on top of the team, on top of the days, on top of my purpose, I do, I create. Y'all wanna copy? But we're not the same, yeah, yeah. Life is a game and I play to the fullest. I would be a fool if I know if I wouldn't. So I just gotta go do it and do it. I just gotta keep on pushing. Man, they wanna really tell me, hey, please stop it, do not do it. But I will grab the fucking pencil, I will make it, man, I gotta pursue it. Stop with the dreams, that's what they said while I'm back on my team. I did not follow, that's the fight, man, it's not what it seems. Life is just like a dream, someone just stay pushing. Jetzt sind es langsam gut aufgewärmt, die Beine. Also ich habe jetzt wieder angefangen, witzigerweise, seit gestern mit Bandagen zu trainieren. Richtig oft im Training auch verwendet, aber immer dann zwischenzeitlich, wenn die Ellbogen wieder gut werden, gebe ich es wieder weg. Danke an die YouTube-Community, danke an alle, die so brav und fleißig schauen. Hat mir wieder jemand geschrieben, ich verstehe nicht, warum du keine Bandagen nimmst. Gestern gelesen, gestern umgesetzt im Training, zack, und Brusttraining gefühlt um 50% besser gelaufen und fast nichts gespürt über die Ellbogen. Also danke an dieser Stelle. Heute mit Knee Sleeves wieder unterwegs. Schauen wir mal. Aber da traue ich mich schon zu sagen, dass wir dem eine gute Stabilität gegeben haben und dass das helfen wird. Angefangen mit drei Blades, das letzte Mal vier. Schauen wir, ob heute fünf gingen pro Seite. Aber erst einmal ein bisschen in die Bewegung reinfinden, weil das ist doch die erste schwere Druckübung. Und da schauen wir mal, was der Körper für Feedback gibt. Seiten. Das klingt zu wenig. Jeder, der sagt, das ist wenig, der soll sich da selbst ersitzen. Ralf sagt 9 Wiederholungen.
Also probieren wir es. Schauen wir. I've been doubting, I don't know if I would do. Yeah, what I really said, cause I want it, what is true. I don't know if I'm worth it, but I've been running, I've been doing it, I'm certain. If I get a purpose, if I get a goal, I'll make it happen, man, I know. But sometimes I'm getting so nervous, I hope that I didn't get it. I think I deserve it, but lately I don't know, I don't know if I'm worth it. I'm starting to see, I've been really falling at the top and I ain't putting in the work. I ain't doing enough, it's what I'm saying to myself every day. And it rules my mind, my shame. Man, it really brings me down to a dark type of place where I really think that I wanna be okay. Never, and I will never make it. Honestly, it just really gives me agitation. I don't really know what the fuck I should be saying. I sit up in my room, and I think I really stay in my mind. My soul, my soul. It's time to really run it, I've been running around the globe. I'm looking for the answers, I don't seem to know. Lady, where to go? It's time to really feel like a ghost for the next time. Nächstes Mal 6. Das ist jetzt schon einiges schwerer als letztes Mal. Aber du hast dich jetzt von Mal zu Mal, weil wir sind in der vierten Woche, immer um eine Platte gesteigert. Die erste, das ist die Respektwiederholung. Schauen wir mal, wie schwer. Der schlägt dir oder irgendwie, oder der erste zeigt dir, ob es weitergeht. Wenn du merkst, du bist stärker, dann musst du Dampf aufbauen, dann musst du marschieren anfangen, dann darfst du keine Angst mehr haben. Einfach. Normal, er wird von Mal zu Mal stärker. Das geht gut momentan. Da haben wir gehabt 3,30 oder so, jetzt sollten wir sein bei 410, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Und mit dem nächsten versuchen wir dann die 500 anzupeilen. Wie viele Wiederholungen, Thomas? 7. 7. And I might tear apart your heart. Honestly, you're regardless. All the pain that you really felt in the past and the scars. You can make something that's worth it. You can really do it, man. Scratch the surface. And now I really know that you probably just really feel it inside. You just want to find a way. Oh, Beinbriss. Ich lieb's mittlerweile. 11 Wiederholungen. Über 500. Tempo. Mittlerweile. Eine Spur schneller wie früher. Trotzdem, glaube ich, sehr kontrolliert. Tief noch. Fühlt sich so an, wie es sein soll. Und ich glaube, es wird noch einen richtigen Schub bringen. Und an sich, muss ich sagen, auf meine Beine, auf die Form, aufs Volumen, auf die Power. Da bin ich stolz. Das finde ich geil. Das macht richtig Bock zu trainieren. Beine, das ist immer so Sache. Da entscheidet eindeutig der Kopf. Entscheidet eindeutig der Kopf, wie weit du an der Limit bewegst oder ob es diese verdammte Mauer einreißt einmal und das haben wir gemacht heute. Kindergeburtstag ist die Beinpresse dagegen. Die ist zwar vom Gewicht, ist da nichts, aber der Schmerz, dieses Muskelbrennen, das verlagert sich so weit nach vorne richtig in die Träne rein. Gerade mit diesem engen und tiefen Beinstand voller Quadfokus. Ist echt hässlich. Also könnt ihr es ruhig einmal ausprobieren. Für mich ist das jetzt das erste Mal, dass ich diese Variation mit dem Plan habe. Viele von euch haben sie mitbekommen. Das Training machte mir Nicolas Vouliou und ich muss sagen, da wird es einmal ein paar neue Ansätze oder speziell in diesen jetzt mit der horizontalen Beinpresse drinnen und das ist
vom Gefühl im Quad ganz, ganz heftig. Jetzt sind wir schon beim Abschluss angekommen. Beinburger sitzen, das ist die einzige Übung für den Beinburger jetzt mit dabei. Letzte Übung jetzt. Und dann ist es Zeit zum Essen. Ja, ich hätte mir heute eigentlich ehrlich gesagt mehr erwartet, aber nicht erwartet vom Training. Mehr erwartet vom Training, sondern mehr, dass du an deine Grenzen kommst. Ja, ich muss sagen, ich war schon gut an meinen Grenzen, aber ich klingt halt auch wieder blöd. Ich habe nicht gedacht, dass es noch so weit weg ist von der tatsächlichen Grenze. Die hat sich innerhalb von kurzer Zeit jetzt schon wieder verschoben. Also ist wirklich gut da, die Power war auf jeden Fall wieder ein geiles Training. Und wir werden jetzt wahrscheinlich nur ein paar aus der gewohnten Umgebung sehen, aber bald steht ja einiges an. Erstens siedeln wir jetzt privat, das heißt, wir werden euch da vielleicht auch noch ein bisschen Einblicke geben, was für uns hingeht. Aber was noch sehr, sehr cool ist, habe ich ja vorher schon gesagt, der Nicolas Vouliou macht das Training, macht die Betreuung gemeinsam mit Patrick. Und wir werden jetzt im April für 2 Wochen aufbrechen nach Mexiko. Und dort ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir den Nicolas treffen. Das heißt, es gibt einmal ersten coolen Trainingscontent mit einem Swiss Pocket Knife, glaube ich. Mit einem Swiss Pocket Knife mit Nicola. Also wenn ihr Bock drauf habt, so dass irgendwas anderes aus dieser Offseason, die geht ja nur eine Zeit lang, ich schätze 10 Wochen werden sicher noch sein, wenn jetzt über 12, bevor wir in die Diät reinstarten, haut es in die Kommentare rein. Oder wenn ihr Bock habt auf sonst irgendwas von Mexiko. Wir werden da auf jeden Fall Vielfalt reinbringen, euch wieder mitnehmen. In diesem Sinne, danke. Ihr wisst es, die besten Codes. Besten Code gibt es noch an. Das ist Classy FM und zwar gilt der für alle aus Österreich bei Outfit und für alle anderen bei ESN.com. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.